Trecker fahren ist mit, wie mit der Schwiegermutter, da muss man vernünftig mit umgehen können. Ja, und hier liegt schon wieder ein Reifen. Ja, den habe ich... Ja, das ist wie bei deiner Schwiegermutter, hast du das Bein auch immer verloren oder was? Oh. Ja, warum packst du es auch an? Ölig, deine Schwiegermutti. Ja, ölig. Nee, der ist rausgefallen, der Stift ist verschwunden. Den kannst du so wieder reinmachen und dann muss dein Stift durch. Mir hat jetzt keine Zeit für ölige Schwiegermütter. Mir muss jetzt Wilfried Treckeranweisung geben. Der Gott normale, fängt schon wieder gut an. Da habe ich auch die Schwiegermütter Öl daran. Das ist das A und O, nicht erstmal die Pflege, alles sauber zu halten. Hier wird gleich Mord geschehen. Das ist das Komische. Du guckst selber auf andere und deine Sachen mache ich sauber. Hast du letztes Mal, habe ich den mit Hochdruckreiniger verteilt. Deine Schwiegermutter hat richtig Haarausfall, wa? Ja. Guckt euch die Hände an. Weißt du, wieso die schmutzig sind? Weil du an der Materie arbeitest. Bin an der Materie zugange. Ja, das passiert, wenn man an der Materie zugange ist. Zeig mal deine Hände. Guck meine Hände an, Arbeiterhände. Ja, ja. Alles. Jetzt müssen wir konzentriert an die Materie rangehen. Das muss alles vernünftig vonstatten gehen. Das werde ich dir jetzt erklären. Als Erste. Das ist der Trecker. Das ist der Trecker. Richtig, Mann, bist du blöd. Die Farbe ist rot. Nee. Komm, jetzt mit dem Blödsinn. Aufsteigen. Druckgang. Jo, Chef. Ja, ich soll dir das erklären. Alter, hier bin ich ja Hebels, ne? Ja, das ist nicht mehr einfach blöd. Lieg gut vor, das ist halt alle Technik. Du kannst ihm nichts erklären, du drückst aber um sämtliche Knappen mehr rum. So. Vorglühen? Nee. Das ist, wenn du doch kicken darfst, das ist eine Lampe. Mehr ist Ach so, das eine Lampe. Nicht. Oh, Leute, das fängt schon wieder gut an. Was? Nee, weil du das nicht mehr hören darfst. Du sollst mir erklären, was das erstmal einzeln ist. Ja, so. Das ist Gaspedal. Kannst du vorwärts fahren und das kannst du rückwärts fahren. Okay. Das ist Gas. Das ist Gas. Das heißt, wenn du in eine Garage fährst, nicht durchdrücken, weil sonst fährst du durch die Garage. Richtig, dann musst du loslassen. Guck mal, ich hab schon mehr vom Trecker verstanden als Wilfried. Ja, das ist nur Einstellung, ist das. Also brauch ich hier nicht drücken. Doch! Das ist der Gaspedal. Ja, du hast ja gerade gesagt, da. Ich hab jetzt schon wieder keine Lust mehr. Da fährst du nur mit. Ja, du hast ja gesagt. Nein, das hätte mit dem Gas, das halt Gaspedal, aber das hätte nichts mit diesem Gas zu tun. Ach so. Das war's jetzt? Nein. So. Hier ist immer so ein Gel. Der ist nur gut, weil ich der ja. Also, Entschuldigung, ich muss ja gut heute reden. Der ist immer eine Glühkerze. Das heißt, der muss erst aus sein, wenn du den morgens anmachst. Das ist ein Diesel, den glühst du vor. Hier, das Ding hier. Das geht dann aus nach einer bestimmten Zeit, wenn du den Schlüssel so hältst. So, jetzt ist er aus. Mhm. Ja. So, haben wir den in der richtigen Position? Ja. Dann kannst du den anmachen. So, jetzt läuft der ganz gut. Und das ist jetzt Gaseinstellung. Das heißt, du kannst jetzt mehr Gas geben beim Regen und beim Geschwindigkeit. Hörst du das? So. Du kannst trotzdem noch nicht losfahren. Oh, ich glaube, drin passiert nichts. Du kannst nicht losfahren. Jetzt kommt nämlich, dass er überhaupt erst losfahren kann. So, jetzt tun wir wieder auf Standgas. Jetzt gehen wir rüber. Du musst du das Pedal drücken. Und zwar ganz da unten. Ja. Dieser Hebel muss da unten. Denn das ist nämlich das, dass du jetzt losfahren kannst. Du kannst ihn aber, wenn der Hebel unten ist, kannst du den Trecker nicht anmachen. Mal gucken und drücken. So, auf diese Stellung ab. Nur dann kannst du den Trecker anmachen. Jetzt suchst du erstmal nur eine Runde Fahrt. Das heißt, nein, ich kann das laufen. So, Gas ein bisschen höher. Jetzt fährst du erstmal, dass du Gefühl für den Trecker kriegst. Hört auf! Hört auf! Er fährt auch so los. Du hast die Gruppe dort schauen. Denk überhaupt nicht nach. Du stehst da vorne, er fährt da weiter. Das meine ich, er fährt zu eng. Merkst du das? Zieht den zu eng. Hey, Wilfried, stopp! Ja, nee, der ist so schwerhörig, ist der. So, jetzt hat er es gehört. Eine Stunde. Stopp! Im Absteigen. Jetzt zeige ich erstmal den ersten Fehler. Hier, du siehst das. Und wenn das jetzt richtig nass ist, würdest du da Rillen drin machen. Ja. Siehst du doch, dass das zu eng ist. Und dann reißt er den Rasen nämlich kaputt. Trecker fahren, da muss man für geboren sein. Vor allem mit so einem Monstrum. Also, fahr nochmal jetzt bis zum Ende hin. Und einen großen Bogen, wenn du umdrehst. So, und ich mach mal erstmal Stresszigarette am frühen Morgen. Aber hast du das gesehen? Du stehst vorm Trecker und er fährt auch weiter. Ich stand wirklich direkt davor. Und die Füße, ich sah das ja mit deinen Füßen. Er überlegt ja nicht, er fährt da einfach weiter. Und dann sagt er einfach, habe ich alles gesehen. Hat er nicht gesehen, dann würde er nämlich stehen bleiben. Er kann jetzt ja nicht schneller fahren, weil das Gaspedal ja nicht zu hoch ist. Wirklich, ich sehe was ganz Bösartiges. Was denn? Guck mal zu den 16er hin, wo wir abgesperrt haben da hinten. Da sind zwei Hügel. Super von schlecht, jetzt ist der scheiß Maulwurf wieder da. Stopp! Wenn du das nochmal machst, dann flippe ich hier aus. Kupplung drücken und dann hochschalten. Hab ich vergessen. Nee, dann fang nämlich an. So, und ganz wichtig, dieser Knopf hier. Das heißt, wenn der grün leuchtet,
Dann bist du da rangekommen, da fährt der automatisch. Das ist automatisch fahren? Ja. Und das ist Schleudersitz. Wenn du da drauf drückst, Wilfried, wirst du in die Luft geschleudert. Ja, richtig, so ungefähr. Ich kann gar nicht. So, der Knopf muss immer oben sein, dann kannst du das Gaspedal benutzen. Hast du den irgendwie auf grün, kannst du Gaspedal loslassen, fährt immer geradeaus. Immer geradeaus, der bleibt nicht stehen. So, das ist ganz wichtig, da kommt man ab und zu mal mit dem Bein rein. Und du musst du aufpassen, dass du da nicht rankommst beim Absteigen. So, dann hast du zwei Hebeln. Hebel. Das sind Mehrzahl, zwei. Das ist das Hebeln, richtig, stimmt. So. Hey, hier bin ich geraucht während der Fahrstunde. Ja, ich bin Fahrlehrer. Also ich muss mich selber gucken, warte. So, das ist jetzt das Mähwerk. Wenn du so machst, geht das hoch. Und da, siehst du das? Jetzt fährt es unten hin. Jetzt hat er noch ein bisschen Hydraulik. So, da fährst du mit hoch, dann hast du das Mähwerk immer hoch. Das musst du bei jeder Kurve musst du das machen, weil sonst drücken die Reifen zu tief in den Boden rein, die vier, die da dran sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das Mähwerk in der Kurve runter hast, dann ziehst du das Gras mit raus, weil dann müssen die Räder ganz schnell drehen und das schaffen die meistens nicht. Dieser Hebel ist für den Fangkorb, da fährst du das Ding mit hoch. So, und jetzt kommt der Schleudersitzknopf. Wenn du den hoch hast, rausziehen, wieder betätigen, dann geht die Klappe auf und das Gras fällt raus. Und wenn nicht alles raus muss, mit der Hand und rausziehen. Das war's. Hast du alles verstanden? Ja. Ganze, natürlich jetzt auch wieder umgekehrt. Das heißt, nach unten hin, dann geht der Korb wieder zu, den Knopf wieder rein, dann fährt der musst du dann wieder runter und der Korb fährt wieder runter und dann kannst du weiterfahren. Letzter Schritt, wichtigster Schritt, dann müssen wir zur anderen Seite. Warum wichtigster Schritt? Der Rasen ist immer in perfekter Udo-Norm. Mähwerk, rausfahren, runterdrücken, geht das Mähwerk an. Ganz nach unten. Nee, natürlich keine unten, habe ich doch gerade gesagt. Nach unten fahren, was heißt das? So, und das ist der Absauganlage. Auch noch ganz nach unten fahren. Und dann ein bisschen Gas mehr geben und dann langsam die Kupplung kommen lassen und dann fährt er hoch. Trockenübung, hier am Rand mähen, eine Bahn mähen. Nichts kapiert. Gar nichts. Mach doch einfach. Wirklich. Udo, das ist das Wichtigste, hast du ihm nicht erklärt. Immer Fluppe an beim Mähen. Ja, das ist ganz wichtig. Immer zwischendurch mal eine Fluppe an, weil dann gibt das das Gefühl der Freiheit. Bin mal gespannt. So anmachen. Da fängt schon wieder an. So, Vorwegwinkel, der fährt so los. So, du bist zu dicht am Bahn. Du fährst jetzt ein bisschen rückwärts. Hochziehen. So, geht doch. Ah, jetzt zieht er den ganzen Korb wieder hoch. Du brauchst da nichts am Morgen an den Korb. Du, nee. Keine Trockenübung, da musst du das Ding erstmal hochklappen. Du hast mir gesehen. Das ist Überwurfprügel. Nee, den habe ich immer unten, sonst kommst du nicht in die Garage rein. So. Was habe ich gerade gesagt? Erst rückwärts fahren. Nein, du hast den Motor eingebogen. Wilfried, Veto eng. Du musst einen größeren Bogen machen. Ja, du. Oh, Mau, hat keinen Sinn. Jetzt fährt er dieselbe Strecke wieder zurück. So, und jetzt. Das wird nichts. Das sage ich dir so, wie es ist. Nein! Guck runter. So, den erst runter. Den runter. Da ein bisschen mehr da. Das Mähwerk noch runter. Ja, so. Und jetzt langsam gucken, was das. Und was sagst du? Ja, nach 100 Mal üben, dann hat er es drin. Er ist jetzt richtig ein bisschen begeistert. Er hat auch hinten beim Ende das Mähwerk angehoben. Jetzt kann er in der Kurve und jetzt kommt er gleich zurück. So, und jetzt muss er langsam wieder zurück. Fährt so mit dem Fangkorb im Wall rein. Wieder zu eng. Also wenn wir jetzt willig, dann können wir mal samstags morgens oder nachts anfangen zu mähen, wenn er mäht. Er hat ja jetzt nur, ich meine, er macht das zum ersten Mal. Aber er braucht ja 7 Anläufe, dass er richtig positioniert ist. So, alles soweit top. Aber was ich zu bemängeln habe, wieder zu eng gefahren. Ja, ich weiß. Und du fährst einfach 20 Mal nach hinten weg. Du brauchst einfach einen großen Bogen.
so einen Bogen machen und dann kommst du so wieder zurück. Ja, normalerweise müssen wir aber einmal so malen, dass du mit Druck kommst. Du kannst ja mal... du musst aber rückwärts fahren. Ja, aber du kannst das da zum Schluss machen. Du musst nicht dem... Auf die Reifen musst du achten. Ja. Nee, tust du nicht. Du sagst ja... Nein, hab ich auch nicht. So, und dann musst du drauf achten, weil du du holst den so eng zusammen. Ja. Da fährst du einfach dahin und dann zieht er nämlich hier die Rillen drin. Das ist mir doch tausendmal vorgeworfen worden. Und sag nicht immer, hab ich doch nicht. Das hast du gemacht. Ich hab's doch geguckt, du guckst gar nicht nach den Reifen. Du drehst den A wieder, dann drehst du weiter, weil die Reifen, die bewegen sich nicht. Nee. Nee, und der ja, aber die drehen sich nur nach dem hier. Und da musst du drauf achten. Ja, ihr Lieben, da draußen. Jetzt seht ihr mal, was hier alles anfällt. Und jetzt ist schon wieder ein neues Problem aufgetaucht. Oh, Mücke, hau ab.